Willkommen zu Auf ein Wort vom Regal. Mein iPhone steht im Regal und ich davor. Ich freue mich riesig über den Anruf, den ich vergangene Woche erhalten habe, aus dem Marketing eines Unternehmens mit einer sehr bekannten, attraktiven Marke. Und das Marketing hat sich für Achtung entschieden. Dieser Entscheidung gingen voraus mehrere Termine mit Agenturen, in denen die Agenturen sich vorgestellt haben, aber auch schon ein bisschen mehr zeigen sollten. Vorher wurde ganz genau gesagt, was erwartet wurde und was man mal anskizzieren sollte. Wir haben daraus eher einen Workshop-Termin gemacht. Wir haben also erste Testballons fliegen lassen, haben Ideen skizziert und haben daraufhin Feedback, Input des Marketings bekommen. Und offenkundig kam das so gut an, dass die Entscheidung pro Achtung fiel. Was ich daran sehr, sehr gut finde, ist dieser gesamte Prozess. Die Entscheidung für die Agentur ist nämlich vor einem Konzept gefallen und nicht nach einer Konzeptpräsentation. Erst jetzt, wo die Agentur feststeht, beginnt der Prozess einer gemeinsamen Konzeptentwicklung. Wir nennen das auch agilen oder dynamischen Entwicklungsprozess. Was ist der Vorteil? Die Agentur steht fest, Chemie stimmt, alle anderen Dinge auch. Und nun können die beiden Seiten ihre Stärken in die Waagschale werfen. Das Unternehmen, all das Know-how bezüglich des Marktes, der Produkte, der Wettbewerber. Auch das Wissen, was in der Vergangenheit lief und was nicht so funktioniert. Und die Agentur wirft in die Waagschale Branchen-Know-how, aber auch das Know-how aus anderen Branchen, um es womöglich zu adaptieren und zu überführen. Aber auch frische, neue Ideen. Meiner Meinung nach entstehen in solch einem agilen Konzeptentwicklungsprozess bessere Konzepte. Und deshalb freue ich mich nicht nur über diesen neuen Kunden und all die anderen, die wir in den vergangenen 2-3 Monaten gewinnen konnten, sondern auch darüber, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist.